Guten Morgen. Ich habe gerade die Mia in den Kindergarten gebracht und es ist heute nicht so cooles Wetter. Also es ist zwar immer noch warm und drückend, aber es hat gerade geregnet. Alles nass hier. Und das Doofe ist, Mia hat doch heute ihren Kindergartenausflug. Die fährt heute zur Feuerwehr oder die geht zur Feuerwehr. Das ist hier am Ende der Straße. Ja, ich hoffe, es regnet zu dem Zeitpunkt nicht. Aber meine Mama hat schon im Regenradar geguckt und hat geguckt und meinte, nee, zu dem Zeitpunkt soll es nicht regnen. Weil die gehen hier so, weiß ich nicht, so 15 Minuten zu Fuß oder so. Und es wäre ja total doof, wenn es dann regnet, ne? So, ich habe jetzt geduscht. Ben hatte ich heute seit längerem mal wieder zu Hause gelassen mit meiner Mutter. Weil es vorhin so geregnet hat bei uns. Habe ich euch ja schon erzählt, ne? Ja, also es hat total geregnet. Und dann dachte ich mir, dann schleppe ich Ben nicht mit, weil dann wird er ja nass. Und keine Ahnung, vielleicht erkältet er sich oder so. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ihn zu Hause zu lassen, dann nehme ich die Möglichkeit einfach mal an. Und dann bin ich gerade hingegangen, habe geguckt und geschlafen. Deswegen konnte ich jetzt nochmal schnell duschen, meine Haare machen. Und jetzt gehe ich erstmal hoch und werde jetzt mal anfangen mit dem Video, damit ich das hier wieder verschlampe oder vergesse wie gestern. Das war ja gestern echt so, was? Stimmt, ich muss ja noch ein Video schneiden. Naja, ich habe ja alles noch geschafft, aber heute will ich das ein bisschen besser planen, sagen wir es mal so. Und wir haben jetzt hier 24 Grad drin, ne? Meine Mutter meinte, ich soll die Tür auflassen, aber draußen sind noch 20 Grad. Also draußen ist es noch kälter. Deswegen lasse ich die Tür, glaube ich, nochmal offen. Solange, wie es noch kälter draußen ist. So. Und wenn es dann draußen wärmer ist, mache ich die Tür zu. Und eventuell das Treppenhaus, die Treppenhaustür auf. Beim Treppenhaus ist es bei uns immer kälter. Ich bin schon richtig kaputt, weil ich in die Treppe hochgehe. Sheila ist jetzt auch mit hochgekommen, die will nicht draußen bleiben, die will bei mir bleiben. Und ich fange jetzt erstmal schnell an mit dem Videoschneiden, dass ich das keinen Fall vergesse. Ja, ich sehe voll kaputt aus. Hier drin sind es auch 25,5 Grad. Es geht ja noch, ne? Ich habe hier vorhin ein bisschen aufgeräumt und zwar, schaut mal hinter mich. Schaut mal, die Sachen sind weg. Wer kann das glauben? Keiner. Und zwar habe ich, die haben mich so genervt und Koya hat mich damit auch genervt. Jedes Mal, wenn ich da hingeguckt habe, bin ich aggressiv geworden. Wirklich, weil er die nicht wegkommt. Es liegt nur 2 Monaten da. Und es sieht jetzt richtig schön aus dann. Und ich habe das in unseren Schrank hier, in unseren Abstellraum gepackt. Ich drehe mal die Kamera am besten. Also klar, die Abstellkamera ist natürlich jetzt ein bisschen voll, aber ich meine, dafür sieht das hier richtig gut aus. Ne? Hier ist noch Holz, was eigentlich in den Ofen, also für den Ofen war, aber jetzt wird es wohl schon wahrscheinlich nicht mehr so warm werden. Deswegen muss das auch noch runter. Und dann habe ich hier auch noch so ein bisschen aufgeräumt. Ich habe gerade Staub gesaugt bis vor einer Minute. Dann hat Koya mich angerufen, dass er gleich da ist. Ich mache gerade was zu essen. Und zwar gibt es hier hinten Kartoffeln. Und seht mal, ist alles übergelaufen. Ne? So koche ich Kartoffeln. Ich mache das hier mal aus, sonst hört er mich nicht. Weil hier haben zwei Kochblumen nicht nebeneinander gepasst. Und hier sind heiß. Ich sag's euch einfach, hier ist Rosenkohl drin. Und dann gibt es gleich noch so, wir haben noch so Steak und hier so kleine Würstchen. Weil das Steak muss ja bald weg, das hatten wir noch im Kühlschrank und das muss auch weg. Und das gibt's gleich. Oh. Ich musste kurz was trinken, sorry. Und hier ist mein Portemonnaie. Und das muss ich gleich Koya runterschmeißen, weil wir ein Paket bekommen haben von Zoo Royal, glaube ich. Irgendwie so ein Zoo-Fachgeschäft. Und quasi da hinten. Da. Jetzt fokussiert er meinen Finger. Da hinten. Das ist ja voll geil. Guck mal. Fokussiert. Da ist meine Paketbox. Ja, also. Da hinten, da, wenn man da die Treppe hochkommt, da ist meine Paketstation, Packstation. Irgendwie so. Von der Post, also von der Deutschen Post. Und da lasse ich immer mein Hundefutter jetzt anliefern. Ich habe das jetzt einmal gemacht. Ich glaube, Koya kommt. Ja, Koya kommt. Seht ihr ihn? Da kommt der Koya. Muss mal kurz gucken, wo denn mein goldenes Ding ist. Ich muss kurz gucken, wo die ist, die Karte. Ich glaube, die ist immer in meinem, da wo das Kleingeld ist. Ja, jetzt krieg ich es nicht mehr zu. Weil der Koya, der holt mir das jetzt ab und... ich hatte Angst, dass ich es zu nah in unser Grundstück werfe. Ja,
Ja, ich wollte doch eigentlich darüber bleiben. Das haben wir auch so. Ja, auf jeden Fall holt Koya jetzt von da hinten aus der Paketbox meine Pakete ab. Das Auto sieht voll klein aus, ne? Ist ja auch klein. So, das ist ja hier ein Durcheinander heute, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich bei diesem Zoo Royal Hundefutterladen irgendwie bestellt, weil das Hundefutter da erstmal günstiger ist. Dann muss ich es nicht herholen, weil ich war jetzt schon mehrmals bei unserem Hundefutterladen und dann gab es das nicht oder die Sorte gab es nicht. Und für, also Apollo hat einen sehr empfindlichen Magen und der braucht halt immer seine Sorte. Und selbst wenn ich von der gleichen Marke eine andere Sorte hole, das mag er dann nicht und ja. Deswegen ist das immer ein bisschen blöd und das ist halt auch ein bisschen weiter weg, 15 Minuten so dahin zu fahren und dann, keine Ahnung, ihr wisst ja, wie das ist. Dann hat man an dem Tag keine Lust, dann muss man dahin und dann ist alles voll, Feierabendverkehr. Und deswegen lasse ich mir das zuschicken und dann wird es dahin gebracht, weil wenn ich mir das jetzt hier nach Hause schicken lassen würde, dann würde der vielleicht in einem ungünstigen Moment klingeln, dann ist Baby Ben gerade am, weiß ich nicht, Windeln wechseln und am Essen und ich muss runterlatschen und so. Und deswegen dachte ich mir mit der Paketbox, das passt ganz gut und ja, jetzt holt Koya das Paket ab. Da ist, glaube ich, auch noch ein Spielzeug für Apollo drin, weil Apollo am 6.6. 5 Jahre alt wird. Oh, 5? Ja, 5, ich wollte gerade sagen. Ja, doch, 5 Jahre alt. Genau, es ist das gleiche Geburtsjahr wie mir. Und da haben wir so ein Spielzeug gekauft, dass er dann ein Spielzeug zum Geburtstag bekommt. Genau, Koya holt das jetzt ab und ich muss mich jetzt mal weiter um mein Essen kümmern. Weil es ist hier draußen auch ein bisschen, guck mal, Koya ist, also mein Smart steht da noch. Vielleicht können wir noch sehen, wie Koya die Sachen einliefert. Es müssten 2 große Pakete sein. Ich bin gespannt. Da ist Koya. So viel Pakete und das eine ist voll schwer auf jeden Fall. Das ist richtig schwer. Weil das sind 2 mal Hundefutter, also über 30 Kilo. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Spielplatz. Hier ist die Mia. Sag mal hallo. Hallo! Genau, wir treffen uns jetzt mal nach vorne. Dass ich da bin, zeigst du mich. Achso, Koya ist auch da. Ja, Mia, nicht auf dem Fahrradweg, ne? Straßenbahn. Laut. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zum Spielplatz. Wir treffen uns dann mit meiner Freundin. Und es ist jetzt, weiß ich nicht, 3:45 oder so und um 17 Uhr ungefähr könnte es sein, dass es da regnet. Meine Mutter hat im Regenradar geschaut und die meinte, es um 17 Uhr regnet. Es regnet früher. Ja, wir wollen auf jeden Fall noch ein Eis essen gehen eigentlich. Aber mal schauen, ob wir das alles so schaffen. Und Mia steht schon wieder im Weg. Mia, weg vom... Oh. Ich denke mal, sie läuft vom Fahrrad, ey. Naja, wir gucken jetzt erstmal, wie das Wetter so wird, aber es... Ich würde mich freuen, wenn es nachher so eine kleine Abkühlung gibt, weil es ist doch schon ziemlich warm. Ja. Mia, komm mal hierher. Da oben ist eine tote Taube. Komm mal her. Da ganz oben, hier ist immer alles vollgeschissen mit Taubenkacke. Und da oben, sieht man jetzt nicht, aber da ist eine tote Taube, die war letztens schon da und ja, die ist immer noch da. Was für ein Ghetto wohne ich eigentlich? Ja, naja. Wir gehen jetzt erstmal zum Spielplatz. Ich war ja schon 1000 Kilometer weiter vorne. Und ich kann nicht so gut gehen wegen meinem Zeh. Ey, der tut so weh. Aber naja. Wird schon. Ja, hier ist viel Müll, ne? Naja, wir sehen uns später. So, wir sind jetzt ein bisschen nass geworden auf dem Spielplatz. Ben ist jetzt auch schon gebadet. Weil, ja, Sand und Regen und Matsch und so verträgt sich nicht so gut. Und ich wollte euch jetzt zeigen, was ich hier noch gekauft habe. Ich weiß es selber nicht mehr. Bei diesem Zoo Royal, den habe ich über 2 Mal Hundefutter gekauft. Ja, Ben? Welches hatten wir eigentlich für Chibi? War das 2 verschiedene? Warum habe ich denn 2 verschiedene geholt? Das weiß ich glaube ich nicht. Ich muss gleich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich 2 Spielzeuge für Apollo geholt, sehe ich gerade. Einmal hier so ein Ding. Warum für Apollo? Weil Apollo am 6.6. Geburtstag hat. Hier so ein Spielzeugding, wo er so wackeln kann und durch die Gegend spielen. Und dann habe ich hier so einen Zahnputzknochen gekauft. Für ihn zum Geburtstag. Und dafür werde ich eins meinen Eltern geben, dass die was für Apollo haben. Wir feiern den Geburtstag unseres Hundes. Ja, aber er soll was Vernünftiges kriegen, ne? Pädagogisch sinnvoll. Pädagogisch sinnvoll. Ja,
keinen Senf dazu, Ben. Ja, bescheid, ist das Bundesliga vorbei. Halt auf die Dings in der Hand, die Fernbedienung. Ja. Ja, ich bringe das jetzt erstmal kurz rüber zu meinen Eltern und dann, weiß ich auch nicht, was ich noch mache. Sag's euch dann. So, also, Mia war jetzt baden, Ben auch. Ich habe jetzt schon mein Nachthemd an, weil das so schön luftig ist. Und jetzt mache ich schnell Pfannkuchen, gibt's heute. Mia ist, ist genau 18 Uhr. Oh, ist gerade schon schön kühl hier oben, bekommt so kühle Luft, weil es halt geregnet hat. Ist genau 18 Uhr und Mia ist, sagen wir mal, leicht müde. Die war ja heute bei der Feuerwehr mit dem Kindergarten. Und das fand sie wohl so toll. Und hat auch immer, die haben so Fragen gestellt. Und die hat auch immer gerufen und so. Und naja, also sie fand sie was richtig toll. Die ist aber richtig müde und auch ein bisschen zickig und fängt schnell an zu weinen. Deswegen mache ich jetzt schnell Pfannkuchen. Und dann geht Mia auch gleich ins Bett. Heute mal etwas früher. Ich mache das jetzt mal schnell und jetzt will sie schnell aufhören zu filmen, weil sie nicht sagen will, dass sie Gewalttäterin ist. Ach so, nein, ich dachte, ja, ich mache doch jetzt Pfannkuchen. Ja, eigentlich wollte ich euch das nicht zeigen, ne? Ich wollte euch die tolle Hausfrau vorspielen. Aber ich weiß, jetzt werden bestimmt voll viele Rufe kommen. Oh mein Gott, wie kannst du sowas essen? Gleich mir. Ich war ja letztens mit meinem Vater bei der Metro. Das ist ja so ein, falls wer das nicht kennt, das ist so ein Großhandel. Und da hat mein Vater mir einmal sowas hier mit, sowas mitgebracht. Hier, Rührei. Rührei aus dem Tetrapack. Und ich muss sagen, es schmeckt eigentlich ganz lecker. Das ist schon ein bisschen gewürzt und so. Und er hat mir frischen Eierpfannkuchenteig mitgebracht, also mitgegeben einfach. Er hat es gekauft und hat es mir dann halt gegeben. Und wir haben da schon mal einen Waffelteig, hat er uns auch schon mal, der war auch ganz lecker eigentlich. Und ich meine, ich mache das ja normalerweise selber, weil es ist jetzt auch gar nicht so schwierig, das zu machen. Sowas habe ich eigentlich immer zu Hause. Aber zum Beispiel heute muss ich es einfach nicht selber machen, das ist noch bis zum 25.06. haltbar. Und ja, da mache ich jetzt einfach Pfannkuchen. Ich wollte es euch eigentlich nicht erzählen, weil es werden jetzt bestimmt voll viele kommen. Oh mein Gott, wie kannst du sowas essen? Aber ja, ich habe. Oh mein Gott, meine Frau macht sowas. Ich finde das auch total daneben. Findest du? Ich finde, ihr könnt ja alle mal den Daumen nach oben schicken für Niki macht nächstes Mal Pfannkuchen wieder selbst. Ja, mache ich ja auch. Ist ja auch nicht so. Also ich hätte es mir jetzt selber auch nicht gekauft. Aber mein Vater hat mir das halt mitgebracht. Und ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Bei den Waffeln muss ich ganz ehrlich sagen, dass meine Waffeln besser schmecken. Die fand ich irgendwie so zu flüssig oder so. Aber ich finde, ist jetzt auch nicht extrem schlimm, dass ich jetzt das hier mache. Und wenn ihr das doch schlimm findet, dann steinigt mich bitte nicht. So, ich mache das jetzt mal schnell. Also der Teig ist ja schon mal fertig. Jetzt brauche ich noch die Pfannkuchen. Ich muss hier kurz einmal aufräumen, damit wir das auch machen können. So, ich habe zwar keinen selbstgemachten Teig. Hier, den da. Aber dafür habe ich eine tolle Pfanne. Guck mal, wie cool die ist. Das ist extra so eine Pfannkuchen-Crepe-Pfanne. Und dann mache ich jetzt ein bisschen. Oh, das war zu viel. Das passiert, wenn man durch den, durchs Handy guckt. Ne? Was war denn nicht passiert, ne? So. Das wird jetzt mein Pfannkuchen. Und ich zeige euch gleich, ob er was geworden ist oder nicht. So, ich habe mir jetzt Pfannkuchen geschnitten. Und die kriegt jetzt den Pfannkuchen. Bitteschön. Danke. Huch. Und das ist schon wieder der nächste. Und der ist jetzt für Papa. Wenn ich mich so angucke, bin ich ja voll rot. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gegessen. Mia ist schon im Bett. Ben krabbelt rum. Küche ist, ja, geht so, ne? Aber ich habe eben gerade noch schnell das Video für morgen geschnitten. Oh, Applaus. Ja, Koya findet das nicht toll, sondern ihm ist das egal. Nein. Na klar. Ich erwarte das zügiger. Oh, du Arsch, ey. Nein, aber das rendert gerade, da ist mein Video. Und ja, dann habe ich morgen weniger zu tun, beziehungsweise ich kann morgen noch ein anderes Video schneiden und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss endlich mal wieder zwei Videos zu sehen. Ja, bestimmt. Wir haben jetzt 21,8 Grad draußen. Das könnt ihr wirklich sagen, 21,8 Grad draußen und 24,0 Grad hier drinnen. Wir haben jetzt überall hier die Fenster auf und es ist richtig schönes Wetter draußen jetzt so. Richtig schön luftig, wenn ihr das sehen könnt. Und hier seht ihr das ein bisschen mit dem Wind.
Ist richtig toll. Ich werde jetzt erstmal nach unten gehen und hier ist es aber nass. Guck mal. Oh, Koya hat mich gerade ausgesperrt. Sein Ernst jetzt. Oh, ey, der denkt auch, er hat einen Clown gefrühstückt, oder? Bitte lass mich rein. Bitte. Achso, das sind übrigens meine Tomatenpflanzen, ne? Die sind richtig explodiert, sind richtig groß geworden. Ich habe immer noch nicht diesen Stängel da gekauft, geholt. Ich musste ihn eigentlich nur von unten holen, aber... Liebling! Ja? Jetzt hat er auf Kipp gemacht. Das Fenster. Liebling! Jetzt filmt er mich auch. Ich habe kein BH an, Liebling, lass das. Okay, filme mich. Ob ich kein BH anhabe. Das muss man ja nicht sehen. Ja. Machst du bitte die Tür auf jetzt? Nein. Machst du bitte die Tür auf? Nein. Liebling, bitte. Seid ihr ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Lass mich. Ja, genau. Lässt du mich bitte rein? Bitte? Nein. Bitte jetzt. Kannst du mich bitte reinlassen? Ich bin ja tierlieb. Das hat er erstmal hingekriegt. Ja, und jetzt seht ihr, wie ich den Arsch gucke. Ja, alles klar. Vergisst du, hast du nicht was vergessen? Nee. Dein Sohn, die Milchflasche. Das machst du ja heute. Heute? Mach ich jeden Tag. Ja. So, ich geh jetzt schnell runter. Ich guck mal, was die Mia macht. Was machst du denn da? Schnell weg da! Oh nein, es tut mir leid. Ich dachte, du schläfst schon und dann habe ich gesehen, dass du hier was machst. Und dann dachte ich, du machst Unsinn. Liebling? Ja? Mias Hose ist nass. Pipi gemacht. Nein, ich habe sie erschreckt und hat sie Wasser über sich rüber gekippt. Ja, ist ja nur hinten. Dann. Mama, mein Hundi und das machen guck wir mal. Nicht. Ist ja nur Wasser, ne? Ich habe jetzt auch kein neues Bettdeck mehr. So. Guck mal, dann legst du dich hier hinten hin. Jetzt zeig mal dein Popo, ist der doll nass? Naja, nein, nur so ein bisschen, ne? Legst du dich hier hin? Nein, mach den zu. Ja, wo ist denn der Deckel? Da runtergefallen. Wartet mal kurz. Dann zieh ich heute nie gar keine Hose. Okay. Dann trock ich die bis morgen hier. Mhm. Dann kann ich die morgen anziehen. Mama, stell dir meine Heizung heiß und mach die da drauf. Ich mach die nicht heiß, die Heizung. Das trocknet auch so. So, naja, das hat ja wohl nichts gebracht. Ich habe mir jetzt was machst du denn da mit deiner Windel? Die ist auch noch. Ja, nee, die kannst du aber anbehalten. Leg dich mal ins Bett. So, es hat ja nicht ganz funktioniert, ne? Ich wollte einfach nur gucken, was sie da macht. Ich konnte ja nicht an, dass sie gerade was trinkt. Hupsi. So, Mia legt sich jetzt einfach hier vorne hin. Ich habe das gerade richtig gemacht. Noch Entschuldigung. So, da liegt jetzt die süße Mia zwischen. Das ist übrigens Bello und das ist Smartin, ne? Eine Mischung aus Smarty und Martin. Smartin. Alles klar. Ich mache jetzt ihr wieder hier ihre Musik an. Soll ich mal von vorne anmachen? An sich ein paar Integras Netz und oh, weg. Das war laut. Auf. Warte. Und zwar hat Mia eine neue CD von, ich glaube, Biene Maya jetzt bekommen. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen dunkler. Und jetzt kriegt Mia schnell ein Küsschen. Alles klar. Nochmal dich zeigen. Nochmal dich zeigen. Hallo. Ich sehe gut. Sag mal gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Genau. Jetzt muss ich schnell raus, damit ihr nicht so viel von der Musik hört. Damit ich nicht nur Ärger bekomme. Ben heult. Der kriegt jetzt aber gleich eine Milchflasche. Und ich muss jetzt hier erstmal überall Fenster aufreißen. Ich habe hier schon wieder viel zu viel Wäsche liegen. Hier unten. Ja, ist so. Ich habe gestern schon eine Waschmaschine gewaschen. Heute hatte ich keine Lust. Ja, muss ja auch nicht immer sein, ne? Hier, das Handtuch ist noch nass. Und damit verabschiede ich mich jetzt eigentlich. Leg mich jetzt ins Bett. Ich gehe nochmal pullern, ne? Vom Schlafen gehen.
Und dann gehe ich ins Bett und wir sehen uns morgen wieder. Und morgen habe ich bestimmt ein bisschen mehr Zeit für euch, weil ich ja kein Video schneiden muss. Haha. Also, wir sehen uns morgen wieder und bis morgen. Tschüss.